Die Art und Weise, wie wir Lerninhalte konsumieren, hat sich in den letzten Jahren verändert. Weg von der klassischen Schul- und Universitätsausbildung hin zu Online-Inhalten. Und mit diesem Shift geht ein massiver Information Overload einher. Das heißt, wir haben MOOCs, wir haben Wikipedia-Einträge, wir haben irgendwelche Blog-Einträge und wissen eigentlich gar nicht, wo finden wir die Information mit der höchsten Qualität. Und dieses ist das erste Problem, das wir mit CrowdPath tackeln wollen. Das zweite Problem, was wir angehen wollen, ist, dass Universitäten und Schulen ein sehr lineares Lernsystem vorgeben. Das heißt, es gibt einen Pfad, wo es kein Rechts und Links gibt. In der Realität sieht das anders aus. Menschen lernen unterschiedlich, haben unterschiedliche Interessen und gehen auch gerne unterschiedliche Wege. Und das ist das zweite Problem, das wir tackeln wollen. Wir bei CrowdPath glauben daran, dass die Zukunft des Lernens frei ist, online ist, multimedial ist und vor allen Dingen von den Usern selbst bestimmt ist. Deswegen haben wir CrowdPath entwickelt, ein Portal, welches verschiedene Lernwege zur Verfügung stellt. Wir können uns jetzt einmal vorstellen, wir sind ein Benutzer, der sich in seinem Umfeld mit der mobilen Android-Entwicklung zum Beispiel beschäftigen will. Wir kommen darauf, kriegen bereits ein paar Vorschläge, was wir so lernen können, suchen einfach oben in der Bar einmal nach Android und finden auch direkt ein gutes Tutorial, was uns den einfachen Einstieg ermöglichen soll. Wir sehen, ziemlich viele User haben das gut bewertet, der Zeitumfang passt auf unsere Vorstellungen und auf der linken Seite haben wir eine Minimap, die ungefähr den Content darstellt. Wir sehen, wir haben unterschiedliche Abzweigungen, wir haben optionale Pfade, die wir gehen können. Und je weiter wir jetzt in unserem auf unserem Lernpfad fortschreiten, was hierbei wichtig ist, dass es der kommt. Das heißt, User können diese Pfade bewerten, können zu diesen Pfaden beitragen und so eine optimale Lerneinheit zusammenstellen. Und damit möchte ich eigentlich noch nur mit den Worten von eben abschließen. Die Zukunft des Lernens ist frei, online, multimedial und was das Allerwichtigste ist, crowdsourced und von den Usern selbst bestimmt. Und die Zukunft des Lernens ist CrowdPath. Wie wollt ihr denn die Abbildung von den Farben und dem Lernmaterial und sowas entwickeln? Also ich vermute mal, das wird dann so ein Mischkonzept sein aus Links und Videos und vielleicht also irgendwelche multimedialen Inhalten. Richtig. Und vielleicht nur sowas wie Texten oder so, dass du sagen kannst, also die Beschreibung und ein kleines Tutorial, das du machen kannst. Wo wollt ihr denn die Assets hosten und wie wollt ihr die zum Beispiel auch nachträglich modifizieren oder so? Also ein Konzept für. Wir hosten die Assets an sich erstmal nicht selber, sondern es gibt ja die ganzen Quellen schon. Das heißt, es gibt ja MOOCs, es gibt sowas wie Coursera, Udacity, es gibt irgendwelche Blogs, es gibt Guidelines, an die man sich halten kann. Und auf diese Ressourcen greifen wir quasi zu. Und was wir machen oder was unsere Community macht, ist quasi diese ganzen Sachen zu curaten, einen Pfad daraus zu erstellen und die ganzen Inhalte zu verlinken. Das heißt, wir stellen quasi keine Inhalte, wir stellen Inhalte zusammen. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ein sehr populäres Thema habe, zum Beispiel Android-Programmierung? Da gibt es ja eine ganze Menge von Leuten, die da Interesse hätten, so einen Pfad zu erzeugen. Das heißt, vielleicht möchte man das auch ein bisschen kollaborativ machen und sagen, okay, ich hätte da noch einen Vorschlag, könnte man da noch ein Tutorial dazufügen, wie wäre es mit dem Video? Habt ihr da eine Möglichkeit vorgesehen, wie die Leute zusammenarbeiten können, um eben diese Lernpfade zu erzeugen? Ja, das haben wir auf jeden Fall vorgesehen. Jeder Pfad kann an sich einmal bewertet werden. Jeder Pfad hat unterschiedliche Kriterien. Möchte ich mich mit Game Development beschäftigen? Möchte ich in die Richtung Testing, Debugging von Android und so weiter gehen? Danach kann ich filtern. Die Pfade werden von den Nutzern bewertet. Und jeder Nutzer kann auch sehen, okay, ich habe jetzt bei dem Pfad eigentlich das und das erwartet. Dafür hat mir aber diese Ressource gefehlt. Ich würde die gerne zu dem Pfad hinzufügen, kann das einfach anhängen, auch von den Nutzern bewerten lassen und so wächst das Ganze dann harmonisch. Was mich jetzt interessieren würde, was haben Sie jetzt schon programmiert und umgesetzt? Also Sie haben ja diesen Pfad gezeigt. Ja. Was ist da jetzt Show und was ist jetzt konkret schon programmiert und funktioniert? Das Frontend steht komplett, baut auf JavaScript, Angular, JS, jQuery auf. Das war gerade ein bisschen broken, weil CSS und so, aber an sich das Frontend steht, das ist Data Binding, das heißt, das Einzige, was dahinter geklemmt werden muss, ist quasi ein Backend, was dann
irgendeine Art von serialisierten Daten, JSON zum Beispiel, dann auf dem Frontend anzeigt. Aber das Frontend ist an sich modular genug gebaut, hier verschiedenste Arten von Content anzuzeigen. Wie wir das schon sehen, wir haben hier Udacity-Content, wir haben hier YouTube-Videos, wir haben Wikipedia-Content, wir können Dateien anhängen. Also an sich, was wir jetzt gebaut haben, was wir uns halt überlegt haben, was für so ein Hackathon am besten ist, ist einfach ein Frontend als Demo-Case und das Backend müsste halt noch dahinter gebastelt werden. Wie werden diese Zweige eigentlich generiert, was ich da sehe in Farben? Ist das jetzt sind das die unterschiedlichen Abweichungen, was ich auch mailen kann? Genau. Sind das jetzt die Wege, die von Usern abgewotet wurden als Alternative oder ist das, was ist genau? Ja, das ist eigentlich beides, was Sie gesagt haben. Es gibt einen Main-Pfad, den wir da auf der linken Seite in dunkelblau sehen. Ja. Und abhängig von User-Interessen haben halt viele User gesagt, okay, nach diesem Udacity-Kurs über Responsive Layouts würde mich als Android-Entwickler eigentlich interessieren, hier in Material Design nochmal reinzutauchen. Das heißt, User haben an der Stelle oft gesagt, okay, ich möchte hier einen Material Design-Exkurs haben. Und dadurch, dass das so ein optionaler Exkurs ist, kann ich mich halt entscheiden, okay, Material Design habe ich mir schon beigebracht oder interessiert mich an der Stelle nicht, ich gehe einfach weiter in den Kurs oder ich mache halt diesen Exkurs und gehe diesen extra Pfad an der Seite und gucke mir Material Design nochmal an. Und unten haben wir halt zwei parallele Pfade, wo es einfach an dem Punkt ist, okay, man hat jetzt die ganzen Basics, was willst du eigentlich genau erreichen mit deinem Android-Tutorial? Willst du eher so in die Productivity-Ecke, willst du eher so in die Game-Development-Ecke? Und man kann sich dann in die Richtung fortbilden.